Weiter geht's mit Hockey. Bundesliga-Aufsteiger Krefelder HTC hat in der Weststaffel der Damen bereits den zweiten Sieg gefeiert und sich nach dem 5:2 beim direkten Konkurrenten aus Essen eine sehr gute Ausgangsposition im Kampf um den Klassenerhalt verschafft. Dabei war der Auftakt gegen Essen alles andere als geglückt. In einer von Beginn an recht ausgeglichenen Partie erzielte zunächst Essen die Tore und führte nach einer guten Viertelstunde auch nicht unverdient mit 2:0. Doch Krefeld ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und übernahm mehr und mehr die Kontrolle und nutzte, auch mit ein wenig Glück, zwei Strafecken zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel ging es hin und her. Der CHTC bestimmte das Geschehen, jetzt nicht mehr so wie noch gegen Ende der ersten Hälfte. Auch Essen hatte noch Chancen auf weitere Tore, blieb aber selbst bei Strafecken glücklos. Auf der anderen Seite drehte in erster Linie Verena Würz auf, die insgesamt 4 Tore erzielte. Krefelds 5. Tor gelang Kim Pelzner. Das ist passiert durch eine gute mannschaftliche Leistung, ja, erneut gute mannschaftliche Leistung, wie wir es eben letzte Woche auch schon gezeigt haben. Wir haben konsequent unser Plan weiter verfolgt, haben unser Spiel gespielt, hatten ja doch unangenehme Gegner heute, sehr unangenehme Gegner, weil er eben auch körperlich ganz anders gespielt hat. Und ich hatte gehofft, dass es ein Tick leichter wird, aber ja, am Ende hat dann einfach auch ja, ein Tick individuelle Klasse eben dafür gesorgt, dass wir ja, die Punkte sicher nach Hause gebracht haben. Das war's von mir und dem Sport. Bis nächste Woche.